Hier werden die wichtigsten Eigenschaften der Winkel zusammengefasst. Zwei Scheitelwinkel haben immer dieselbe Öffnung, also sind sie immer gleich groß. Zwei innere Wechselwinkel sind immer gleich groß. Zwei Stufenwinkel sind ebenfalls immer gleich groß. In jedem beliebigen Dreieck gilt, dass die Summe der drei Innenwinkel immer 180 Grad beträgt, ganz egal welche Form dieses Dreieck hat, die Summe der drei Innenwinkel beträgt immer 180 Grad. Wenn ein Umfangswinkel genau denselben Kreisbogen einschließt wie ein Zentriwinkel, dann ist dieser Umfangswinkel genau halb so groß wie dieser Zentriwinkel. Ganz egal wie groß der eingeschlossene Kreisbogen ist, es ist immer so, dass dieser Umfangswinkel halb so groß ist wie dieser Zentriwinkel, wenn sie denselben Kreisbogen einschließen. Ganz egal, wo dieser Umfangswinkel sich befindet, er ist immer halb so groß wie dieser Zentriwinkel. Woraus wir also sofort schließen können, Umfangswinkel, die alle denselben Kreisbogen einschließen, die müssen alle genau dieselbe Öffnung haben. Sie sind alle gleich groß. Daraus können wir auch schließen, wenn man die zwei Enden eines Durchmessers mit einem beliebigen Kreispunkt verbindet, so erhält man immer einen rechten Winkel, ganz egal, wo dieser Kreispunkt sich befindet. Es darf nur eben nicht dieser Endpunkt vom Durchmesser sein und auch nicht dieser Endpunkt des Durchmessers sein. Ansonsten erhält man immer einen rechten Winkel. Letzte Eigenschaft: In jedem Innenviereck gilt, die Summe der gegenüberliegenden Winkel beträgt immer 180 Grad. Die Summe von diesem und von diesem Winkel beträgt also auch 180 Grad. Ganz egal, wie die Form von diesem Innenviereck ist, die Summe der gegenüberliegenden Winkel beträgt immer 180 Grad. Es geht auch andersrum. Wenn ein Viereck so ist, dass die gegenüberliegenden Winkel Supplement sind, das heißt, dass ihre Summe 180 Grad beträgt, dann ist dieses Viereck automatisch ein Innenviereck. Das heißt, dann liegen die vier Ecken von dem Viereck automatisch auf einer selben Kreislinie. Wenn euch diese Erklärungen gefallen haben, dann könnt ihr dieses Video gerne liken. Und wenn ihr Lust auf mehr Mathe habt, dann könnt ihr gerne in meinen YouTube-Kanal stöbern und vielleicht auch ihn abonnieren. Ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und über jeden Abonnenten.